Ja, und in diesem Sinne, hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Let's Drive in World of Tanks. Ja, und wir haben hier... Was haben wir hier? Wir haben hier den Panzer SU-67. Ein Russengefährt, eines der wenigen, das ich durchspielen werde. Fehlt noch ein bisschen. Aber zwecks des... Ach, war denn hier Forschungsstamm gehabt? Leute, wie kann man denn nochmal auf den Forschungsstamm? Könnte mir das einer sagen? Forschung. Ah! Da haben wir's. Die Russen. Da sind wir gerade beim SU-76. Der nächste wäre der SU-85B oder 85B. Danach der SU-85, SU-100. Und danach schauen wir mal, welchen wir kriegen. Ja. Aber bis es soweit ist, dauert es noch ein bisschen. Wie wir gerade sehen konnten, fehlt mir zu der... Moment, welche hätte ich denn gern genau? Die 76mm CIS III. Da fehlen mir noch ein paar Forschungspünktle. Aber ich glaube, die können wir jetzt sogar in diesem Gefecht einfahren. Was? Moment, den habe ich schon? Ach! Ach, schau! Ach stimmt, ich muss ja... genau, ich hatte letztens ja die falschen Ketten drauf. Die haben, glaube ich, den Motor nicht tragen können oder sowas war das. War auch schön Munition drin. Naja, haben den Motor nicht tragen können, deswegen konnte ich den nicht einbauen. Habe ich den erfahren, beziehungsweise die Ketten erforscht und vergessen, Motor neu einzubauen. Schlau wie man ist, ne? Aber gut, schauen wir erstmal, was wir so anrichten können. Mit noch auf der starken Linie, sage ich mal, sind wir hier. Zack, zack, zack. Und da läuft auch schon der Countdown. Ey, es ist immer diese Karte, auf der ich bin. Immer. Ich hatte mit diesem Fahrzeug noch nie eine andere Karte. Ganz ehrlich. Oder doch eine einzige, aber das war's dann. Ich frage, sollen wir so? Sollen wir so? Oder sollen wir da lang? Da lang, den Weg kenne ich. Schauen wir mal. Los geht's! Mir fällt gerade ein, ich habe die ganzen Daten gerade vergessen zu zeigen. Motordaten machen wir gleich im Anschluss. Und wir schauen jetzt mal. Ach, das geht ja schon. Vorher war die Schüssel wesentlich langsamer. Das freut mich jetzt schon. Ich muss mich mal verschanzen. Zack, hier um die Kurve. Zack. Gucken, das Rohr kann bis hier vorne runter, bis dahin. Hm. Zack. Und natürlich kommt der erste Gegner von ganz woanders, wie wir es erwartet haben. Deswegen verlassen wir mal unsere Schnipserposition. Oh, ich liebe dieses Soundgeräusch, wenn die Wanne sich bewegt und so rasselt und gerappert. Oh, ich weiß, was ich was mache. Jawoll! Das ist doch was, was ich liebe. Ich glaube, ich habe gerade Wasser im Motor bekommen oder so. Wir werden gleich zerstört. Das weiß ich. Aus gesicherter Quelle. Glaubt mir, ich weiß das. Es hilft auch nichts, wenn wir uns jetzt hier verstecken. Glaube ich zumindest. Wir im Ernstfall immer noch davon ausgehen, dass der Gegner uns einfach gerade umfahren hat. Das ist eigentlich der Panzer, den ich gerammt habe. Ach, da, der BT-2. Der lungert da hinten. Nochmal.
Hilfe, Gesuch. Nochmal Hilfe. Oh, zwei. Nein! Zu weit weg. Zu weit weg. Ich komm nicht ran, ich komm nicht ran. Super. Hallo. Wir haben sie übel erwischt. Wir liefern einen heldenhaften Kampf, glaubt mir. Wirkungstreffer! Sie haben uns raus! Okay. Eine overpowerte Russenschüssel gegen mehrere overpowerte Russenschüsseln, ne? Ist jetzt auch nicht so happy. Und wir konnten, glaube ich, zwei beschädigen, inklusive unseren Mitspieler, den wir schön angerammt haben. Oh, ich hätte ihn irgendwie gern umgekippt. Das wäre schon lustig gewesen. Naja, die Schlacht haben wir eh verloren. Ich gehe jetzt dann eben mal. Wir sehen ja gleich die Ergebnisse. Zack, zack, zack. Ich hau uns dann mal eben die Daten quer. Also, Fahrzeugdaten der SU-76. Leichte Selbstfallerfette zur Infanterieunterstützung auf Basis des T-70. Von Dezember 1942 bis Juni 1945 wurden insgesamt 14.292 Fahrzeuge, 360 SU-76, 13.982 SU-76M gebaut. Ich komme immer wieder gern auf das Beispiel zurück, da es mich wirklich irgendwie ärgert. Russen wurden echt in Massen gebaut, weil es einfach schlechte Panzer waren und Schier durch die Masse einfach gewinnen konnten. Also es waren, man kann fast sagen, Asiatenpanzer. Viel, billig und in Masse. Aber, okay, einige asiatische Produkte sind auch gut, kann man nichts gegen sagen. Aber bei den Russen war es wirklich so, man sieht sie wirklich an der Fahrzeugzahl. Wenn man das mit deutschen Fahrzeugen vergleicht, das war da wirklich... Die Wehrmacht hatte wenig Material für Panzer, um es so zu sagen. Also, es war. Die hatte nicht so viel, aber hat dafür schon ordentliche Panzer gebaut. Gerade vor allem beim Tiger, klar, er hatte Ausfälle. Gibt's nichts gegen zu sagen, das ist klar. Auch der hat nicht immer funktioniert, er ist öfters ausgefallen, sehr oft manchmal sogar. Aber, hallo, wie viel Treffer diese Schüssel ausgehalten hat, also der Tiger. Ja, und. Mit einem Schuss, meinetwegen, was war das? Moment, kann ich gleich mal nachgucken. Ein. Ja, ich glaube, BT-2s oder T-127er, die wurden, glaube ich, immer mit einem Schuss relativ schnell ausgeschaltet, wenn der Tiger sie einmal erfasst hatte. Und, nehmen wir mal zurück auf meinen hier, da. Und, ja. Ich finde das im Spiel ein bisschen scheiße, ja, kann ich ja schon sagen, scheiße. Dass ein Tiger wirklich von so einem BT-127 gekillt wird, das ist meines Erachtens nach sehr unrealistisch. Das ist auch der Grund, warum sich so viele Leute Russenpanzer holen, weil die einfach damit meistens logisch gewinnen. Es sei denn, es ist jetzt so in der Unterzahl wie wir. Ihr habt ja gesehen, wie viel dieser Panzer eben weggemacht hat mit dem Schaden. Das hätte ich mit dem deutschen Panzer nicht hingekriegt, mit nur einem Schuss. Und dann noch so ein bisschen blind, ne? So, ausführlicher Bericht, aber gucken wir erstmal. Schuss abgegeben, 2 direkte Treffer davon, 2 Durchschlagstreffer, 2 Schaden verursacht, 157, Treffer erhalten, 4 Schaden für Verbündeten, tralala, okay, das haben wir nicht. Gegner entdeckt, 1 Gegner beschädigt, 2 Gegner zerstört, 0 Schaden ermöglicht durch Aufklärung, 76. Moment mal, Moment, was? Ach so, Niederlage, ich dachte, stand Sieg. ja. Jedenfalls war es das jetzt noch nicht. Wir brauchen noch Erfahrungspunkte. Aber erstmal gucken wir uns schnell die Daten an, die da wären. Eingebaut haben wir ein Kettenlaufwerk SU-76M, 13,3 Tonnen Maximalgewicht, 34 Grad Drehenwenden pro Sekunde, 3000 Kilogramm wiegt das Baby.
Motor, ja, jetzt neu eingebaut, ist der Motor M80. 170 PS, 20% Brandwahrscheinlichkeit bei Treffer 362 Kilogramm. Mal eine schöne ungerade Zahl. Kompatibel nur mit diesem Fahrzeug. Funkgerät haben wir leider erst das Funkgerät 9R. 325 Meter Funkreichweite, 80 Kilogramm Gewicht, kompatibel mit folgenden Fahrzeugen: T34, SU85, A20, T34-85, SU100, SU76, T43, SU85B, SU100, M1. So viel dazu. Ja, eingebaut haben wir ja gerade leider immer nur noch die 57mm CIS-8S, 57mm Kaliber, ne? 19,4 bis 23,1 Feuergeschwindigkeit, also Schuss pro Minute, 75,112, 29 mittlere Durchschlagskraft in Millimeter, 75, 85 mittlerer Schaden, 0,41 bis 0,43 Genauigkeit auf 100 Meter in Metern, klar, 1,7 bis 2,3 Zielerfassung, also in Sekunden, 400 Kilogramm wiegt das Ding, kompatible Fahrzeuge AT1, SU76. Panzerbrechen, PB Hartkämme, Schoss, Ohren, Hochexplosive sind die kompatiblen Granaten dafür. Ja, und dann sind wir auch schon so gut wie durch. Nächstes Fahrzeug wäre, wie schon gesagt, der Jagdpanzer SU85B stellt die Weiterentwicklung des SU76 mit einem erweiterten Kettenlaufwerk dar. Erweiterten Laufwerk, nicht Kettenlaufwerk. Entwickelt im Winter 44 bis 45, nie in Serie gegangen. Tja. Moment. Oh, 76mm CIS-3, das ist dann die, die wir übernommen haben. Motor, Gas 203. Kettenlaufwerk auch Gas 74B. Ja. Ja, so kurz der Datenüberblick. Garage waren wir ja. Zack. Ich würde dann sagen, neues Spiel, neues Glück. Ich bin überrascht und geblendet von der Einfallsreichtum sogar des Spiels. Es hat mir jetzt endlich nach wie viel Gefechten? 20? Keine Ahnung, über 10 oder sowas sind es mindestens schon. Nach über 10 Gefechten endlich mal eine andere Karte beschert. Yeeha! Ich glaube, wir schleichen uns gleich mal da durch die Häuser. Vorsichtig da. Und da. Und da. Und da. Und da. Los geht's! Und wir nehmen natürlich die Häuser. Wie sich das für einen Russen gehört? Eine richtige Häuserkampf. Nee. Aber im Ernst, mit der Lafette sind wir da ein bisschen geschützt. Können wir durch die Häuser. Und rushen hier einfach mal schön durch die Innenstadt. Ach, es ist gerade Markt. Sommerschlussverkauf. Ach, herrlich. Ich werde einmal shoppen gehen. Ich habe noch eine bessere Idee. Wir gehen da oben hin, wo es, zack, der Fahrtenplatz gerade hinzeigt. Und haben damit schon eine formidable Schussposition. Oder so in der Richtung. Jetzt mach den doch kaputt. Das ist nur ein T2LT. Lux, Panzer 4, zu schnell. Fuck! Ich komm nicht ran! Oh. Da war einer wohl noch ein bisschen stärker als wir. Oh, ein Hetzer. Ein Hetzer. Der. Natürlich. Wieder mieses Funkgerät. Los, let them come. Hallo, Panzer 3, du sollst nicht vorrücken. Komm mal nicht ran. Der da ist in trouble. Der Hetzer gehört uns. Verdammt.
Scheiße, Felsen. Volltreffer. Ja. Yeah. Nimm das, Biatch. Hallo, ich habe ihn einmal getroffen, warum jetzt nicht mehr? Der ist erledigt. Na, suchen wir uns ein neues Ziel. Oh. Der große Bruder. Wirkungstreffer. Komm, 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 komm. Der ist erledigt. Suchen wir uns ein neues Ziel. Geht doch. Geht doch, liebe Freunde. Geht doch. Na, Franzose. Ist auch gut drauf, ne? Aha. Alles klar, den kriegen wir auch noch. Bisschen höher zielen. Panzerung nicht durchschlagen! Der ging nicht durch! Na super, ein Frosch. PZB2. Volltreffer! Na geht doch! Volltreffer! Ja, komm, 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 bevor er weg ist, bevor er weg ist. Haben wir den? Also er ist definitiv zerstört, aber wir waren es nicht. Bisschen schade. Ach ja, und was man auch sieht, der Russe hat hier eine sehr schöne Nachladegeschwindigkeit und das ist sehr schnell im im Abgang. Hm. Nein! Okay, Positionswechsel. Wir können übrigens auch von der Klippe springen mit dem neuen Update. Das ist nicht mehr verwehrt. Zack. Einfach, weil ich es kann. Und auch da, weil ich es kann. Wirkungstreffer. Chaka, chaka, laka. Der ging voll durch ihre Panzerung. Na bitte. Wirkungstreffer. Nein, das war mein Abschuss. Komm schon. Naja, wir... Das war's für uns. Raus hier. Was? Was? Moment, 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 Moment. Warum? Von wem wurden wir jetzt zerstört? Wie? M3 Stuart? Nee, Loretta. Ein Frosch-Lafett-Panzer. Der da oben. Da. Da oben angezeigt, hier wo die Maus gerade rumhockt. Ein Lorr. 39 LLM. Na bitte. Die nächste von denen abgeschossen. Ich weiß mal nach, was hier so los ist. Ach, ein Bison. Ach, ist der süß. Ich finde Bison ja eigentlich auch so cool, irgendwie, so wie er aussieht, irgendwie so ein bisschen, finde ich. So eine wandelnde Festung ein bisschen. Allerdings ist er wirklich schnell down, wenn es nur darum geht, weil man sieht ja auch noch sehr schön. Es ist im Grunde nur ein Panzerfahrgestell. Okay, man konnte es gerade sehen. Panzerfahrgestell, in dem so ein Artilleriegeschütz platziert wurde. Naja, so in etwa. Also schauen wir mal. Sieg. Gegnerische Basis eingenommen. Auszeichnung. Panzerbrecher bekommen. Durchschlagen Sie mit mindestens 5 aufeinanderfolgenden Treffern die Panzerung Ihres Gegners. Eine Serie, die nicht wird blablabla. Ja. Können wir uns ja alles von anders mal angucken. Let's Show Abzeichen oder so. Kann man alles mal machen. Und schauen wir jetzt mal. Was haben wir? Hetzer haben wir zerstört. Su-85B haben wir zerstört. Schaden an Feindfahrzeug BT-7 war 73. Hier haben wir glatten Schaden 131 verursacht. Hier haben wir 76 Schaden verursacht. Hier 105. Beim PZB-2 war es 75. Hier haben wir sogar noch geschafft. Kritischer Schaden an Feindfahrzeug 2. Ja, irgendwas wird es gewesen sein. Motorketten, sonstiges. So, auf jeden Fall. Ausführlicher Bericht, genau. Schüsse abgegeben, 26, direkte Treffer davon 12. Durchschlagstreffer 10, Schaden verursacht 460, Treffer erhalten 1 und sofort gestorben. Oh, Gegner beschädigt 5, Gegner zerstört 2, Strecke nur 0,51 Kilometer zurückgelegt. Geht ja. Gefechtsdauer 5 Minuten, ein paar zerquetschte, ja. Forschungspunkte 400, das war mal 2 schon. Was? Nein. Wollte ich nicht. Nein!
Es reicht immer noch nicht. Es reicht immer noch nicht. Ach, 2600 brauchen wir. Es fehlen uns 200 Punkte. Okay, liebe Freunde, ich würde dann mal sagen, ich hau mir jetzt nochmal die 200 Punkte eben offscreen rein. Und wir sehen uns dann im nächsten Let's Show, wenn ich langsam mal einen neuen Panzer habe, den ich hier präsentieren kann. Ja, sowas in der Richtung. Alles klärchen. Denn haut rein, macht's gut. Und ja, bis zur nächsten Folge. Let's Drive. Tschüssili.